Mercedes-Benz Vito Lang. Das Auto 2005 Baujahr. Diese waren Außenseiten, Mängel, waren Fahrertüre hier an Rost. Das ist hier, läuft ist bis Mitte und so gerade kein Rost und hier auch ein bisschen verrostet, hier auch Radlauch da oben, aber hatte das ist Folie, nicht Folie, das ist Chrom geklebt wegen Rostschutz. Noch was dazu hinten. So geht das. Hinten Kofferraum gibt es keine Rost. Normale. Beim rechte Seite hier gibt es eine Kratze. So, Kratzen. Unten beim Radlauf auch ein bisschen Rost. So Auspuff ein bisschen, ganz Ende verrostet. Und Reifen, sehr gutes Profil. Das ist 6 mm, ungefähr 6 oder 7. 6 mm. M&S Reifen, Winter und Sommer. Hinten Scheibe, Schwarzfolie drauf, innen sieht nicht so. Und hier ein bisschen Punkte verrostet, aber hat er mit dem schwarzen Rostschutz, hatte jemand das gelöscht vor Besitzen. Hier auch ein bisschen Rost und Türe auch. Noch dazu vorne. Radlauf, keine Rost, aber ein bisschen Türe, minimal. Vorne Reifen auch, ist gut. Ich mache dann vorne Einparkhilfe, hinten nicht, aber vorne Einparkhilfe. Hier auch ein bisschen Parkkratzen. Gibt es keine große Beulen oder Schaden. Nur ein paar Kratzen und so Rost. Das ist außen nicht so. Ich mache dann innen jetzt Video. Innen so sieht aus. Elektrische Fenster. Startheizung. Kilometer 221. Und mit Klimaanlage, große Navigation, 6 Gang, verbraucht ist so wenig, 150 PS. Und dieser Fahrzeug hatte normale 9 Sitze, aber jetzt gerade 7 Sitze, Beifahrersitz einzeln, hintere Sitze 2 und ganz hinten ist 3 Sitze. Hier gibt es eine großer Platz. Normale hier noch kommt da eine Sitz auch. Das ist 8. Sitz. Innen so sieht aus. Und dann das Auto mit Schiebedach. Das ist mit Schiebedach. Tür auf hier, sieht noch besser. Innen, das Auto sieht so ist. Ich mache den Kurzmotor an. Das ist sehr großer Platz. Man kann hier ein Bett drauflegen und schlafen. Kleine so Wohnwagen kann man das machen.
Auto jetzt gestartet. Das ist 720 Kilometer ist Service vorbei gesagt, aber muss mal mit PC zurücksetzen. Und Handbremse, normale, diese Türe, das heißt, das ist Türe öffnen, war hinten Türe ist offen. Diese runde Bremsbelege stört, aber Bremsbelege getauscht, Bremsbelege-Sensor nicht getauscht, deswegen diese Lampe beleuchtet. Und ich mache jetzt Motor auf. Motor ist funktioniert einwandfrei, keine Geräusche, gar nicht. Bremse, Handbremse. Handbremse ein bisschen schwach, aber muss mal mit dem Einstellen dieser Handbremse sein. Ich mache jetzt das ist Motor. Motor funktioniert einwandfrei. Hören Sie, gibt es keine Geräusche. Ganz normale funktioniert. Ich mache das Wasser auf. Das ist ganz normale Wasser. Keine Öl, gar nicht. Und dieser Fahrzeug hat keine Sandring mehr. Das ist mit Steuerkette. Und ich mache dann Ölwanne auf. Das ist so. Letzte Ölservice 216.000 Kilometer. Das Auto 221.000 Kilometer. Beim nächsten 230 so fast. Aber 720 Kilometer hat Anzeige gezeigt, vorbei, aber muss mal mit PC einlöschen, programmieren, dass nachher dann diese Fälle geht weg. Auto sieht außen nicht so, keine Geräusche, nur Mängel ist diese bisschen verrostet, sonst normale Auto funktioniert, Kilometer ist original. Kilometer. Und ich mache ein bisschen bei dem von dem Boden Video, aber ich weiß es nicht, beim Video sieht so schön oder nicht, aber trotzdem ich mache ein bisschen Video vom Boden. Dieser Fahrzeug verbraucht ganz weniger, beim 100 Kilometer verbraucht 9 Euro oder 10 Euro, Spaß am Auto, großer Raum, gemütlich zum Fahren und 2,2 Motor. Ich mache Kofferraum auf, dieser Kofferraum gibt es noch 4 Stück Sommerreifen auch dazu. Das ist ganz großer Platz. Ich mache so seitenah ein bisschen Video. Sie können auch besser zusehen. Ich glaube hier 10 oder 10, 15 Reisetasche zum Passen. Sie können diese Sitze ein bisschen vorschieben, geht auch so zum Einstellbar. Und Sie können oben auch Dachbox auch drauflegen. Gibt es Dachrelig auch, wie Sie möchten. Sommerreifen, Winterreifen, Anhängerkupplung steht beim Fahrzeugschein bis 2000 Kilo, zieht das Auto. Auto ist das was. Kommt keine Geräusch bei dem Raufen, Radlage, Trankgelenk, Chorlenken und keine Geräusche, Gang ist normal funktioniert. Noch was kann ich so sagen mit diesem Fahrzeug, was mache ich, welche Mängel
Mängel, bekannte Mängel. Nur Rost ist außen Kratzer, sonst keine Mängel dieser Fahrzeug. Das war's, alles das. Tschüss.